Wie ist die Haftung in der Seeschifffahrt geregelt? Haftung in der Seeschifffahrt ist die Haftung zunächst mal nicht wie, sondern wer, ja, wer, Seeschifffahrt, wer. Es geht also um die Haftung des Reeders. Der Reeder ist also derjenige, der hier haftet. Also könnte man die Frage auch formulieren, für was muss der Reeder haften? Ja, also Reeder, Haftung. Nun, der Reeder, er haftet für Verlust, er haftet für Beschädigung. Also Verlust könnte bedeuten, die Ware geht über Bord und ist weg. Ne? Beschädigung und für Lieferfristüberschreitung. Lieferfristüberschreitung. Er liefert also zu spät. Die Ware ist zwar vollständig, auch nicht beschädigt, aber er liefert zu spät. Das ist Lieferfristüberschreitung. Soweit ihn ein, und Sie ahnen schon, was jetzt kommt, Verschulden trifft. Na, Verschulden. Ein Verschulden. Soweit ihn ein Verschulden trifft. Wenn er also Schuld hat am Verlust, an Beschädigung oder an Lieferfristüberschreitung. Was ist Schuld? Schuld ist Vorsatz, also Absicht oder häufiger Fahrlässigkeit. Und Fahrlässigkeit bedeutet mangelnde Sorgfalt. So, und weil immer Dinge passieren können, gerade wenn wir die Waren hier dem Meer ausliefern und bis heute ist uns nicht gelungen, das Meer zu beherrschen, wird uns wahrscheinlich auch nie gelingen. Und weil da immer was passieren kann und weil man dann auch ungern streiten will, inwieweit jetzt den Reeder ein Verschulden trifft oder nicht, wird üblicherweise eine Transportversicherung abgeschlossen. Ja, manchmal ist diese Verpflichtung, eine solche Versicherung abzuschließen, sogar Teil der Verträge. Ja, so geht man also mit diesem Risiko um. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.